5:00 und ich möchte unser Bergfest eröffnen und bitte auch alle noch zusammenzukommen. Hier vorne sind noch einige Bänke frei. Wir feiern dieses Jahr 20 Jahre Arbeitsgruppe Bergbau und als Vorsitzender unseres Geschichtsvereins hier auf unserem Grund und Boden im Roten Bären bin ich natürlich besonders stolz, dass die Aktivitäten, die wir 1988 hier begonnen haben, so lange angehalten haben. Oder die diese Städte hier auch von früher kennen, wissen, dass das ein ganz kleiner idyllischer Platz war, ohne eine zischende Kompressormaschine und ein einziges kleines Gebäude hier auf dem Festplatz war. Und mittlerweile hat sich das Bild der heutigen Tagesanlagen ja fest bei den Besuchern eingeprägt, dass ausreichend Material und in den Zeiten heutiger Schrottpreise ist das keine Selbstverständlichkeit, hier frei auf unserem Zechenplatz bereit liegt, um in den Bergwerken verbaut zu werden. Wir haben 1991 mit dem ersten Bergfest wieder begonnen, sodass das heute noch nicht das 20. Bergfest ist, aber es ist das 20. Jahr unserer Aktivitäten hier im Roten Bären. Ich möchte erinnern, dass wir am gestrigen Tage bereits mit einem Festkolloquium und Vorträgen diesem Anlass hier gewürdigt haben. Und ich möchte das heute auch nutzen, um einmal auf unsere neue Festschrift hinzuweisen. Das ist der Band 5 unserer Beiträge zur Bergbaugeschichte in St. Andreasberg. Und diese Festschrift widmet sich mit unserem jüngsten Projekt, dem Bärberger Tagesstollen und insbesondere den Bergbau am Bärberg. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Dr. Wilfried Liesmann, der diese Festschrift maßgeblich mitgestaltet hat. Wie immer sind all diese Bände und Veröffentlichungen, die wir auch in den letzten Jahren herausgebracht haben, heute hier an unserem Zechenplatz erhältlich und ich würde mich freuen, wenn Sie davon Gebrauch machen und auch Werbung für diese Veröffentlichungen machen, da es immer ein sehr großer Arbeitsaufwand ist, so etwas in Druckform herauszubringen und Sie wissen ja, es ist eine kleine, limitierte Auflage und somit etwas ganz Besonderes. An dieser Stelle meinen besonderen Dank an all die Kollegen und Kolleginnen, die letzten 20 Jahre hier vor Ort mitgearbeitet haben und wie die viele auch vielleicht nicht wissen, war jeden Samstag in den letzten 20 Jahren hier Aktivität am Roten Bären, Sommer wie Winter. Und die Arbeitsgruppe und wir sind in der glücklichen Lage, dass die Arbeitsgruppe heute eine Größe und Anzahl von Mitarbeitern hat, die sie bisher noch nicht aufweisen konnte. Und das sieht man eigentlich auch fast auf dem Zechenplatz an all den Kollegen, die heute so ein blau-weiß gestreiftes Hemd anhaben. Eigentlich gehören alle zur Arbeitsgruppe Bergbau. Und jeder, der Fragen hat, kann die Mitarbeiter auch gerne jederzeit ansprechen. Ich darf die Mitarbeiter schon darauf hinweisen, dass wir das heute auch mal wieder nutzen wollen zu einem gemeinsamen Gruppenbild später und dass wir uns dann hier vorne noch einmal zusammenfinden werden. Mein besonderer Dank aber auch den Gruppen, die diese Veranstaltung hier immer kulturell eingerahmt haben. Das ist einmal die Kurende, die sich hier hinter mir schon aufgebaut hat. Und die gleich das Programm auch offiziell eröffnet wird. Und dann natürlich der Heimatbund, wo wir insbesondere immer auf die Technik auch zurückgreifen können und die jedes Jahr sozusagen alle wie selbstverständlich, ohne besondere Einladung, hier immer wieder zur Verfügung stehen und einen ganz besonderen Highlight für unser Bergfest darstellen. Vielen Dank für euer Engagement. Und als drittes auch ein sicherer Programmpunkt, da hat sich der Waldarbeiter-Instrumentalverein angekündigt. Er wird so gegen 3:30 hier eintreffen und unser Tag heute hier vom Musikalischen her abschließen. An dieser Stelle möchte ich mit meinen Worten hier enden.